Schweiz kann das Handspiel gewinnen. Schreiber mit dem Wandenpass. Schreiber versucht die Auslösung auf Niederberger. Das ist ungenau das Zuspiel, aber Niederberger kann die Scheibe trotzdem übernehmen. Zurück auf Schreiber. Und die Scheibe nicht erlaufen. Krieger übernimmt. Etwas langer Einsatz für die Schweizer. Schreiber wird da zu Fall gebracht. Keine Strafe, es geht weiter. Schneller Gegenzug. Und da fällt das 1:0. Der Topscore der Spanier. Die Nummer 12, Mata Di Cazzo, schlägt dazu. Mit einem schnellen Konter fährt er alleine auf den Schweizer Hüter Grütter los und versenkt zwischen die Beine. Gespielt knapp 4 Minuten, Spanien 1, Schweiz 0. Sie beim Tuli, die Schweizer können die Scheibe gewinnen. Hinder übernimmt. Die Sofa. Hinder, schöne Aktion, guter Pass und Ausgleich. Sofa auf Pass von Hinder, 1:1 in Überzahl. Die Schweizer können ausgleichen. Sehr guter Pass. Sehr gute Täuschung hier von Hinder und sieht den freien Sofa und der hat keine Mühe, diesen Puck zu versenken. Gute Reaktion der Schweiz auf den Rückstand. Hier das Puck. Spanier zu dritt auf einer Seite. Mastrabel versucht es von der Seite, aber da ist alles zu bei Grütter. Immer noch gefährlich. Ah, Pass vor Tor von Mastrabel und Perez Moreira kann hier aus dem 2:1 einschieben. Da haben die Schweizer den Spanier vor dem Tor vergessen. Die Nummer 11 ganz alleine. Hat keine Mühe, den Puck im Schweizer Netz zu versenken. Nichts passiert. Weiter geht es mit dem Gegenstoß. Die Spanier mit der Elf, Perez Moreira. Mastrabel gewinnt die Scheibe zurück, aber Ian Sofa versucht da Tunisi mit den Sätzen, gelingt nicht ganz, Abpraller gefährlich. Und die Spanier können mit 3:2 Führung gehen. Perez Moreira kann den Abpraller zwischen die Beine des Schweizer Torhüters versenken. Grütter versucht zu verschieben, unglücklich noch abgelenkt von hinten, wie es aussieht. Kann da die Schoner nicht mehr schließen. Sehr schwierig auf dem Inline-Belag für den Torhüter zu verschieben. Die Schweizer haben gut gespielt. Konnten aber hier nicht mehr zurückkommen nach dem 3:1. Der Anschluss des Schlusstreffers wollte nicht gelingen.